Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Final Fantasy VII Remake. Ja, ich habe das Spiel privat für mich gespielt. Es war ein richtig tolles Spiel. Rebirth habe ich leider noch nicht, aber das werde ich mir irgendwann mal holen. Und ja, ich dachte mir, ich spiele das Remake auf meinem Kanal, damit ihr auch was seht. Ja, wir werden jetzt gleich eine atemberaubende Story erleben. Was es ist, verrate ich euch nicht. Vielleicht kennt einer von euch Final Fantasy VII, vielleicht das Original oder das Remake. So, wir gehen mal ganz schnell in die Einstellungen, ob alles so ist, wie es ist. Yep. Ist alles gut hier. Also die Audio habe ich jetzt so eingestellt, dass man auch was versteht. Die Sprachausgabe habe ich Deutsch. Dann mit dem ersten Durchlauf habe ich auf Japanisch gespielt. Also mit japanischer Synchro. Und jetzt. Ja. Wir laden das auf Standard. Und wir machen auf Normal. Denn da habe ich auch das Spiel auf Normal durchgespielt. Und jetzt viel Spaß mit dem Intro zu Final Fantasy VII Remake. Viel Spaß!
Final Fantasy VII Remake. Viel Spaß! Auf geht's, Rekord. Kapitel 1, der Anschlag auf Makroreaktor 1. Ja, und somit beginnt das Abenteuer mit diesem jungen Herrn hier. Der heißt Cloud Strife. Und dieser kräftige Bursche hier, das ist Barrett. Also Barrett. Ja, wir sind jetzt gerade aus diesem Zug ausgestiegen. Heldenhaft wie und je. Und da kommen auch schon die ersten Gegner. Wer ist da? Dein Auftritt. So, jetzt werden wir in das Tutorial eingewiesen. Kämpfen mit Cloud, mit Viereck. Führst deinen Angriff aus. Halte Viereck gedrückt, um einen Flächenangriff auszuführen, der Gegnern im Umkreis Schaden zufügt. Alles klar. Eindringlinge, keine Bewegung! So, damit sind wir eine Stufe aufgestiegen. Und wir kriegen Erfahrungspunkte und etwas Geld. Also, hier wird Skill die Währung genannt. Was zur Hölle? Und da kommen noch mehr Gegner. Wir zählen auf dich. So. Die ATB-Leiste. Deine ATB-Leiste lädt sich mit der Zeit automatisch auf. Du kannst diesen Prozess allerdings auch beschleunigen, zum Beispiel indem du Gegner mit Viereck angreifst. Maximal können 2 ATB-Einheiten aufgeladen werden. Alles klar. Das nennt unsere Lebensleiste, das ATB. So, jetzt kommen die Kommandos. Wenn deine ATP-Leiste ausreichend gefüllt ist, kannst du Fähigkeiten, Magie und Gegenstände einsetzen. Dabei werden abhängig vom Kommando 1-2 ATP-Einheiten verbraucht. Das Kommandomenü wird mit X aufgerufen. Versucht's nur. So, das ist sozusagen unser Kommandomenü. Wir können jetzt einen Mutangriff machen auf den Gartenstuhl A. Bumm, weg ist er. Oh, der hat mir den Schaden genommen. Genug. Okay. So, Hauptmenü und Karte. Außerhalb von Kämpfen kannst du jederzeit das Hauptmenü oder die Karte öffnen und dir zahlreiche Informationen ansehen. Drücke Start, um das Hauptmenü zu öffnen. Also das Options Knopf für die PS4, aber das ist jetzt mein PS5-Controller. Deine nächste Missionsaufgabe und die Karte werden angezeigt, wenn du die Touchpad-Taste betätigst. So. Automatische Aktion. Wenn du dich Stellen mit dem Symbol näherst, führt dein Charakter automatisch Aktionen wie Springen oder Kriechen aus. Also das macht dann unser Held Cloud alleine. Aber ich zeige dir mal das Hauptmenü. Im Hauptmenü kannst du das Inventar und der Status deiner Charaktere prüfen, sowie Spielstände speichern und laden. Ja, wir sind auf Stufe 7. Also erstmal auf Stufe 6, dann auf Stufe 7. Hier können wir unser Spiel speichern. Mal machen wir einen neuen Spielstand. So. Insgesamt gibt es 18 Kapitel. Und ich habe das DLC von mit Yuffie nicht. Das muss ich mir noch installieren.
Waffe runter! Lauf doch! Was für ein Kerl! Blocken und ausweichen. Du kannst gegnerische Angriffe mit R1 blocken oder ihn mit Kreis ausweichen. Erfolgreiches Blocken mindert nicht nur den erlittenen Schaden, sondern lädt auch die ATB-Leiste auf. Alles klar. Sofort ergeben! Und bam! Mutangriff! Du wagst anzugreifen? Sehr schön. Das war abzusehen. So, wir können mit R1 und R2 rennen. Interagieren. Durch Drücken von Dreieck kannst du zum Beispiel Kisten öffnen oder mit Personen sprechen. Wenn der Hinweis halten erscheint, musst du die Taste länger gedrückt halten, um die Aktion aufzuführen. Alles klar. Hier haben wir eine Schatztruhe. Oh ja, und übrigens, wir sind mit einer Gruppe verbunden mit dem Namen Avalanche. Ja, das erfährt ihr schon noch. Hier machst du weiter. Shinra Frachtkisten. Wenn du auf Frachtkisten von Shinra stößt, solltest du versuchen, sie mit Viereck zu zerstören. Manche der Kisten enthalten Heiltränke oder Makronite, mit denen du deine MP regenerieren kannst. Alles klar. Ich meine nämlich diese Kisten hier. Einfach zerstören und bekommt man Heiltränke oder andere Sachen. Und hier die MP-Heilung durch Makronit. So, das ist übrigens hier der Wedge. Ein Ausrufezeichen. Und? Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns will? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Nicht gerade ein Sonnenschein. Aber dafür ziemlich hübsch. Ja, nicht das wieder. Bei so einem Gesicht immer doch. Und was stimmt mit meinem Gesicht nicht? Wo soll ich da nur anfangen? Schon gut, behalt's für dich. Wenn du mich fragst. Tu ich aber nicht. Also es kann auch passieren, dass manche Charaktere auch im Hintergrund reden. Wir reden mal mit Wedge. Ups, das war falsch. Wollte ich nicht wehtun, Wedge. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder? Das war ja Dreieck. Gleich öffnet sich das Tor. So. Dieses Mädchen hier, das heißt Jessie, aber mit ihr können wir jetzt nicht reden. Das heißt Barrett. Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die Pagil aus wärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Komm jetzt. Kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Und falls ihr die Stimme von Barrett genau hingehört habt, dann ist es die von Kratos. Wobei ich jetzt beim Thema bin. God of War 2018 sowie Kingdom Hearts werde ich erstmal pausieren, aufgrund dieses schönen Let's Plays, was ich hier vorhabe. Also, keine Sorge, Kingdom Hearts und God of War wird weitergehen, aber ich möchte erstmal hier dieses Projekt abschließen.
ja, wir gucken erstmal. Oh, was ist denn hier? Gegner analysieren. Mit R3 hast du die Möglichkeit, einen einzigen Gegner als bestes Ziel zu analysieren. Ja, und das Ziel wechseln. Gut, alles klar. Los, Fresschen! Immer der Reihe. Boah, einfach uns. Warte, den tun wir. Ah, ja. Da habe ich jetzt nicht die Aktivität dafür. Ah, jetzt. Nimm das! Boom! Es ist vorbei! Boom! Keine große Sache. So, wollen ja mal gucken, ob wir noch was finden. Nett, sieht nicht aus. Oben laufen die Leute von Evidence. Nimm den Aufzug nach oben! Wir warten hier auf dich! Alles klar, Wretch. Ja, unser Ziel ist, Barrett zu folgen. So, warte. Mal Dreieck drücken, nicht wieder auf Viereck. Übrigens, was Cloud hier in seinem Schwert hat, das sind diese Materia-Kugeln. Dazu komme ich später noch, meine Freunde. So, hier die Warten. Jetzt haben wir hier noch ein paar Kisten. Das ist schon ein Fachkisten. So. Hier lang. Yep, ich warte, bis ihr durch seid. Doch. Oh, Besuch. Für dich. Alles klar. Keine Zurückhaltung. Und fertig. Dafür haben wir einen Heiltrank bekommen. Apropos Heiltrank, ich sollte mich mal heilen. Weil meine Energie lässt sich nicht so was frisch aus, aber jetzt haben wir. So. Ich würde sagen, ich speichere erstmal. Man weiß es ja nie. Oh, eine Mokri-Medaille. Und gleich zum ersten Part. Sehr schön. Ja, die Mokri-Medaillen werden später auch wichtig sein. Und später haben wir auch noch die Möglichkeit, Magie zu lernen. Wie gesagt, durch diese Materia. Ja, werden wir später noch dazu gehen. Hier haben wir erstmal eine wunderschöne, wunderbare Tür. Da bekommen wir zweimal Heiltrank. So, nehmen wir jetzt mal den Aufzug. Hier müssen wir halten. Jo, warte, ich muss noch mit Bett stehen. Ach, das ist lang? Oh, ja, ich sichere unseren Fluchtweg ab. Du solltest der Gruppe schnell hinterher. Alles klar, Wetsch. So. Renn ich mal. Loyale Soldaten wie du, die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kusst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht.
Ja, Barrett kann ganz schön strenge sein, aber im Laufe des Abenteuers wird er jetzt nicht ganz so strenge sein. Also, er und Cloud haben wirklich, naja, ein Beef. Und übrigens, der Cloud, der war mal bei Ex, also der war Ex-Soldat. Das werden die Geschichte dazu, wenn ihr ein Rebirth erleben. Also, das Spiel habe ich jetzt leider nicht, aber er war mal bei Soldat. Also, und warum Cloud auf einmal so eine Zuckung hat und so komisch reagiert hat, darauf werden wir auch im Laufe des Abenteuers vorangehen. So, wir reden erstmal mit Barrett. Keine krummen Touren. Ist schon gut. Jesse? Warte kurz. Bix kümmert sich um die Tür. Alles klar. So. Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft. Was zum... Die Tür! Hände hoch! Wollte ich auch gerade sagen. Oh, jetzt gibt es Cloud-Spezialfertigkeit Haltungswechsel. Wenn du Dreieck drückst, führt dein aktiver Charakter seine Spezialfertigkeit aus. Cloud wechselt mit Dreieck auf seine flinken Allround-Haltung in der Offensivhaltung. Dieser ermöglicht stärkere Angriffe auf Kosten der Defensive. Probier es am besten gleich mal aus. Okay, reden wir. Clouds Offensivhaltung. In seiner Offensivhaltung bewegt Cloud sich langsamer, kann aber dafür stärkere Angriffe ausführen. Außerdem ist es möglich, geblockte Nahkampfangriffe zu kontern. Allerdings kann Cloud in Offensivhaltung keine Distanzangriffe oder Magie blocken. Durch Ausweichen wechselt Cloud automatisch zurück zur Allround-Haltung. Alles klar. Das wird ein Klacks. Dreckige Haar! Bis hier und noch weiter. Auf den Boden! Na gut. Die einzigen, die auf den Boden fallen, seid ihr. Ja, das wär's. Guck mal, Pio, was ist? Und weiter geht's. Woher nimmt ihr nur diesen Charme? Bleib bei der Sache. Ich passe hier auf. So. Ich würde sagen, für den Anfang reicht's erstmal. In der nächsten Folge werden wir uns um den Reaktor kümmern, der sich im Mako im Sektor 1 befindet. Mako Sektor 1. Ich spreche ja noch schnell. Und da würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und vielleicht schon mit dem ersten Bosskampf in Kapitel 1, Angriff, der Anschlag auf Mako Reaktor 1. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.